Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T. Heute zum Thema, wann ist die beste Trainingszeit? Es gibt natürlich Studien, an welcher Tageszeit der Körper die maximale Belastungsfähigkeit hat. Es gibt Studien, wann der Körper die meisten Schmerzen ertragen kann und so weiter und so fort. Das ist alles recht und schön, aber in der Regel passt es nicht zum Tagesablauf eines Trainingswilligen. Das heißt, dass wir natürlich hier in der Regel von unserer Arbeit leben und nicht vom Training. Das heißt, wir müssen natürlich das Training in unseren Arbeitsablauf, in unseren Tagesablauf integrieren. Sehr oft ist es so, dass gerade im Bereich der Selbstständigen, gerade im Bereich der Mitarbeiter, die eine sehr anspruchsvolle Arbeit haben, die natürlich auch hier nie genau wissen, wann sie Feierabend haben, hat sich auf jeden Fall als positiv erwiesen, wenn man sein Kraft- oder auch Ausdauertraining morgens absolviert. Ja klar, man steht morgens ein bisschen früher auf und geht dann eben in aller Herrgottsfrüh ins Fitnessstudio. Man sollte es schon so machen, dass es nicht in Stress aussieht, dass ich natürlich hier in dem Studio ankomme, völlig fertig und sage, ich muss jetzt trainieren, sondern dass ich selbst schon nicht freiwillig früh aufstehe und sage, hurra, ich bin im Fitnessstudio, ich darf trainieren. Und vor allem, jetzt kommt's, das Fitnessstudio ist nicht leer, aber sehr wenig Leute da und ich werde natürlich nicht abgelenkt und ich habe natürlich eben hier fast alle Geräte, fast alle Freihandeln frei zur Verfügung. Abends, ihr kennt es selber, 16, 16.30, 17, 17.30, alle haben Feierabend, alle gehen ins Fitnessstudio und was macht ihr? Ihr könntet eigentlich mit eurem Training in 45 bis 60 Minuten, Stunde 15 fertig sein, aber ihr braucht fast 2 Stunden, weil einfach viel zu viel los ist. Mein Vorschlag ist, testet einfach mal aus, wie ist das frühmorgendliche Training? Klar, für denjenigen, der es nicht gewöhnt ist, der natürlich es gewöhnt ist, nachmittags, abends zu nehmen, der wird natürlich in der Anfangsphase auf jeden Fall Belastungsgewicht etwas reduzieren müssen. Aber das kommt im Laufe der Zeit, dass man sich dann eben an das morgendliche Training gewöhnt und dann auch ähnliche Lasten bewegen kann wie im abendlichen Bereich. Vor allem dann, wenn man frühzeitig aufsteht und natürlich auch noch in der Lage ist, vorher seinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Man muss ihn nicht mit Nährstoffen versorgen. Das muss jeder individuell entscheiden. Der eine sagt, ich kann es, ich brauche es. Der andere sagt, es geht gar nicht, weil ich danach eben durch den Verdauungsprozess behindert bin. Ich fühle mich nicht wohl im Training, deswegen muss es jeder für sich selbst austesten. Auf jeden Fall eine gute Idee, testet mal das vormittagliche Training, vor allem diejenigen, die selbstständig sind, diejenigen, die natürlich hier eine sehr verantwortungsvolle Arbeit haben, die nicht wissen, wann abends Feierabend ist, weil wie oft passiert es euch, ihr bekommt mal einen Termin rauen, ihr habt noch was zu tun und dann ist auf einmal 20.30 Uhr und dann kommt der Gedanke, ich müsste jetzt noch ins Studio gehen. Da stellt ihr selber fest, eigentlich ist man völlig ausgepowert, völlig leer, völlig müde, ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock auf Training. Genau aus diesem Grund, versucht es mal morgens. Und ich kann euch jetzt schon garantieren, der Tag fängt viel frischer an. Ihr fühlt euch nach dem Training, ich gehe zum Beispiel 6:30, 7:15, 7 ins Training. Ihr fühlt euch dann schon um 8:30, 9, so wie ihr euch normalerweise erst um 11, 12 fühlt. Ihr seid topfit, klar, ihr habt mehr Sauerstoff, ihr habt eine Blutzirkulation angeregt. Ihr seid wach, ihr habt euren Körper wach gemacht und das ist ein Riesenvorteil, wenn man den Tagesablauf anguckt. Vor allem, wenn man abends tatsächlich noch sehr spät ins Training geht, ja, ist natürlich das eine Aktivierung des Organismus, eine Aktivierung des Stoffwechsels, ihr brüttelt euren Körper wach, obwohl er ja eigentlich biorhythmisch gerne so in 1, 2, 3 Stunden nach Schlafen gehen würde. Das ist für viele natürlich etwas schwierig, man kann da zwar nach schlafen, aber der Schlaf ist nicht gut, man schläft schlecht ein, man wacht morgens gerädert auf, das ist nicht besonders wertvoll. Deswegen überdenkt man eure Trainingszeit. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema, wann gehst du trainieren? Wann macht es Sinn? Macht es Sinn so und so? Man könnte lang darüber diskutieren. Probier es einfach aus.